will jetzt nicht zynisch werden und sagen, das war Corona wert, auf keinen Fall. Aber das sind dann doch so kleine Momente, die man vielleicht nutzen kann für sich, dass man schaut, was sollten wir daraus Gutes ziehen. Im richtigen Kino bist du nie im falschen Film. Ja. Das hat für mich sehr viel damit zu tun, dass es einen Dialog zwischen Kinobetreiber und Publikum gibt. Was wir jetzt gerade erleben, ist der Aufbruch in eine vollkommen neue Zeit, wo wir nur hoffen können, dass viele, viele Kinobetreiber, zum Beispiel gerade hier in Bayern, in diesem Flächenstaat, dabei nicht auf der Strecke bleiben. Das ist ja eigentlich auch als fürs Kino eine große Chance, weil wir als Filmemacher fürs Kino auch aufgerufen sind, darüber nachzudenken, was ist Kino eigentlich und was unterscheidet Kino von zum Beispiel der Netflix-Serie.